Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge meiner Kollektion. Und ihr habt es nicht nur gewünscht, ihr habt mich förmlich körperlich bedroht. Mach doch mal Indiktivor. Deswegen mache ich heute was zur PlayStation. Nein, Quatsch. Das ist der Nintendo 64. Wurde fast 33 Millionen Mal verkauft. Kam nach Europa am 1. März 1997. Ist eine Generation 5 Konsole, falls das jemand interessiert. Ist eine sehr gute Konsole, nur hatte natürlich starke Konkurrenz. Und dazu komme ich dann auch noch, weil die habe ich hier nämlich mal nebenbei aufgestellt. Die Version hat übrigens für die Leute, die das interessiert, auch das Expansion-Modul drin. Das gab es zusätzlich, dafür brauchte man zum Beispiel für Donkey Kong 64 oder sowas brauchte man das. Das ist übrigens der Controller. Ja, wenn man sich vorstellt, was dann später ein Xbox-Controller wurde. Damals wurde sowas belächelt. Das ist übrigens hier so eine, ja, ich glaube, das ist ein Fremdanbieter, logisch. Eine Speicherkarte. Das gab es auch. Das ist hier das Transfer-Pack, wo ich es gerade auch habe. Das Rumble-Pack habe ich auch noch irgendwo. Da kommen wir auch noch zu. Ja. Der hatte zwei Konkurrenten. Und die habe ich dann auch mal aufgebaut. Einer, der sich gar nicht durchgesetzt hat, war der Sega Saturn. Der hat schöne Spiele, aber ist auch eigentlich ein vollkommen verkanntes System. Der Konkurrent hier hingegen, die PlayStation 1, die eigentlich groß Karriere gemacht durch hat, dass sie eben eine Menge gutes Franchise eben hatte am Anfang, weil ich habe das Ding auch geholt wegen Metal Gear Solid, wegen Final Fantasy 7 und natürlich wegen Castlevania Symphony of the Night. Und bei Final Fantasy ist auch genau das Problem, weil die hier haben sich ein bisschen bekriegt, was diese Geschichte angeht, von einem CD-Zusatz und daraus ist ja der CDI entstanden. Den kann ich im nächsten Video gern auch mal zeigen. Ich habe auch ein CDI hier stehen. Ich müsste auch noch, glaube ich, irgendwie relativ schnell an Hotel Mario kommen. Und wie ihr wollt ein Let's Play davon, dann kaschallert es aber. Obwohl das Spiel gar nicht so schlecht ist. Das Einzige sind die Cutscenes sind so grottig. Ja. Und deswegen wollte ich einfach mal in diesem Video mal ein paar Module zeigen. Ich habe also tatsächlich über 100. Ich hatte nicht gewusst, dass das so viel ist. Deswegen wird das sicherlich mehrere Teile, aber fangen wir einfach mal an, ne? Wäre ja sinnlos, wenn ich einfach nur quatschen würde. Das erste, was ich habe, ist Star Wars Episode 1 Racer. Ich sag immer, das Einzige, was von diesem Film gut ist, ist dieser Racer. Der ist wirklich sehr solide. Ich habe die PC-Version gespielt. Die war wirklich schnell, die war wirklich High Impact, Fast Pace. Die Version ist genauso gut. Ist wirklich ein guter Tipp. Wer auf sowas steht, kann ich nur empfehlen. Bug Bumble. Ein Shooter mit einer Biene gegen irgendwelche Insekten, die von ja, einem Chemielabor, ja, ganz tolle Story, irgendwie die Welt wieder erobern möchten, wie immer. Das ist ein relativ guter Shooter, ein relativ guter Insider-Tipp. Ich kannte das vorher auch nicht. Ich habe das dann auch erst auf YouTube kennengelernt. Ist aber wirklich ein gutes Spiel, kann ich nur empfehlen. Und ist ein guter Tipp. Das Einzige, was diesem Spiel auch wieder das Problem hat, aber das haben die meisten 64 Games, jetzt sage ich schon 64 Games, bevor jetzt wegen ein C64-Fehler anruft, die N64 Games haben immer meistens das Problem mit der Kameraführung. Die ist selten gut. So, jetzt kann ich ein bisschen Zeit aufholen, im Gegensatz zur englischen Version. Mortal Kombat Sub-Zero, noch nie gehört. Mortal Kombat Trilogy, noch nie gehört. Und jetzt habe ich euch. Ja, das ist das japanische Modul von Heyu Pikachu. Ich habe auch das Mikrofon irgendwo. Ich werde es euch aber nicht antun. Ich werde euch das Ding sowieso nicht antun. Ihr könnt euch damit Pikachu unterhalten. Also wer noch die Idee eines Tamagotchis kennt, das ist das Game dazu. Ich habe das auf dem Flohmarkt gefunden. Ich habe auch irgendwo noch eine NTSC-Konsole. Deswegen konnte ich das auch antun. Und ich kann euch sagen, selbst die härtesten Fans brauchen das nicht. Aber selbst wer alle, ich weiß nicht, haben wir 500, 600, haben wir schon 1000 Pokémon, keine Ahnung, ich komme da nicht mehr mit, auswendig kennt. Selbst der braucht das Spiel nicht. Das ist ganz witzig. Ihr könnt mal googeln, das müsste es auf YouTube mit Sicherheit geben, wenn einer mal ins Mikrofon Sony macht, Sony brüllt, dann guckt euch mal den Gesichtsausdruck an. Das ist das Einzige, was in diesem Game ganz witzig ist. Aber sonst, nee, das ist Zeitverschwendung hoch 5. Glover. Ein Puzzlespiel, was ich auch kaum irgendwie mitgekriegt habe, was ich dann irgendwann mal ausprobiert habe und das ist gar nicht so schlecht. Ihr kontrolliert die Hand und damit müsst ihr diesen Ball bewegen. Und ja, und mit dem Ball könnt ihr Puzzle lösen und das ist wirklich gar nicht schlecht. Also ich kann es echt empfehlen. Das ist auch so ein Game, was ich wahrscheinlich als Kind nie gezockt hätte, wo ich gesagt habe, aber
mittlerweile freut man sich über Sachen, die mal vollkommen anders sind. Und das Ding ist vollkommen anders. Racer! Ridge Racer 64, ja, Ridge Racer gab es auch auf den N64. Tolle Umsetzung. Hat zwar auch wieder das gleiche Problem wie der erste Ridge Racer auf der PlayStation 1. Hat nicht viele Strecken, ist aber echt solide spielbar. Also es gibt noch, das kann ich vorwegnehmen, ich habe auch noch Destruction Derby 64. Die beiden sind echt gut. Also das sind Racer, die machen Spaß. Ein Fun Racer ist Beatles Adventure Racing. Ihr merkt schon, ich habe irgendwie mittlerweile viele Racer, aber mittlerweile viele Sportspiele, weil man die auf dem Flohmarkt echt für lächerliche Preise kriegt. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen alle keinen Bock an Sport habt. Schämt euch. Das ist auch ein sehr solider Titel, nur eben natürlich, ihr müsst ein Fan sein eines Volkswagens. Welcher Käfer kann das wohl sein? Ist aber dafür ganz solide, macht echt Spaß. Interessanter Prügler, Clay Fighter. Prügelt euch mit Kniefiguren. Ja, es gibt von dieser 63 ein Drittel, gibt es noch eine Sonderedition. Ich glaube der Salpakas Cut oder so. Den ist super selten und den habe ich auch nur einmal gesehen auf einer Messe. Der hat irgendwie noch Special-Sachen. Aber diese Version ist echt spielbar und wer auf so Prügelspiele steht, der kann hier zugreifen. Das ist ganz lustig, ist ganz witzig. Es gibt auch Claytalities oder ich glaube die heißen auch so. In Anlehnung einer Prügelserie, die ich überhaupt nicht kenne. Ich glaube, da gibt es auch noch einen vierten Teil für den N64. Ist aber ein Gerücht, glaube ich. Ich habe das nie gesehen. Wo wir bei Prügelspielen sind, es gibt auch ein 10er-Game. Ja! Es gibt für die PlayStation 1 so ein Hüpf-, Spring- und Jump-and-Run und hast du nicht gesehen. Das war auch schon gar nicht so schlecht für, na, ihr kennt das, Film- und Fernsehumsetzung. Da erwartet man nicht viel. Spielt mal einfach Dark Angel. Tolle Übersetzung. Tolle Version. Alias war ein bisschen besser, aber naja. Wir wissen, TV- und Filmumsetzung sind alle gut. Das ist ein Prügelspiel, das gar nicht schlecht ist. Hat auch eine Menge von den Cast aus der Serie. Macht auch wirklich echt einen guten Job. Kann ich nur empfehlen. War auch wieder so ein Überraschungskandidat. Freut man sich. Jetzt kommen wir wieder zu Racer. Extreme G! Und noch kryptischer. Extreme XJ2 irgendwas. Ja, futuristische Bike Races. Ich finde die beide sehr gut. Ich finde den zweiten ein bisschen besser. Den finde ich ein bisschen aufgeräumter. Aber sind echt wirklich schnelle Sachen. Und macht echt Spaß. Also wer auf futuristische Racer steht, kann hier zugreifen. Der macht auch nicht viel falsch. Kann ich nur empfehlen. Ich habe ja schon Sportspiele angesprochen. Madden Football 64. Mal gucken, ob ihr auf die Sportart kommt, wenn ihr das Ei seht. Ah, ist das Football? Ah, oh, schwer, schwer, schwer. Nein, das ist nicht Fußball, sondern das ist Football. Die Version von Madden ist okay. Wer natürlich die heutigen Versionen kennt, der sagt natürlich, oh, ist das ein Pixelmüll. Es ist okay, ich fand aber ein paar Versionen drüber besser. Ich finde die Version nicht ganz so cremig. Die kann ich nur so bedingt empfehlen. Sei denn, ihr seid solche bekloppten Sammler, wie ich einer, dann kann man sich das holen. Ich sage, ihr findet solche Sachen auf dem Flohmarkt unglaublich billig. Ihr kriegt schon teilweise solche Module für 50 Cent und da kann man schon mal für 10 Euro halb den Flohmarkt abräumen. Kann man machen, ist solide, ist okay. Was ein bisschen grenzwertig ist, All-Star Baseball 99. Ja. Ich bin kein großer Baseball-Fan. Vielleicht werde ich das irgendwann mal, aber mit dem Spiel nicht. Es ist okay, es macht seinen Job, aber ich sag's mal ganz ehrlich, nee. Wirklich nicht. Nee, also da kenne ich bessere Sportspiele. Das ist nicht so. Aber wie gesagt, wer will, also ich sag doch, solche Sachen kriegt man relativ einfach, relativ für kleines Geld. Greift einfach mal zu. So, jetzt kommt für mich das Highlight der ganzen N64-Welt. Für mich das beste Spiel, das jemals produziert wurde. Für mich Game of the Decade, Game of the Century, Game of... Okay, wem mache ich was vor? Es ist Superman 64. Wer mich persönlich seelisch vergewaltigen will, der kann sich ein Let's Play davon wünschen, aber den würde ich persönlich besuchen und dann würde er keins mehr haben. Es ist, ja, wie soll man sagen, ich glaube, jeder weiß es, man braucht nicht den AVGN oder man braucht nicht andere Leute, dass das ein Kandidat ist für einen ganz tollen, hohen Titel. Deswegen mache ich mir einfach einen Spaß
So, als kleine Community-Aufgabe, schreibt doch einfach mal in den Kommentaren, wie toll ihr Superman 64 findet. Ja, auch Kraftausdrücke und Flüche sind vollkommen erlaubt. Denn es ist nicht gut. Wer allerdings der Meinung ist, ist gut und sagt, hey, boah, durch die Ringe fliegen, das hat schon bei Sonic funktioniert. Und das mit den Autos, das erinnert mich eher an Grand Theft Auto. Und dann natürlich diese Mission, das erinnert mich unglaublich an Splinter Cell. Ja, ich weiß, wo du wohnst. Also Superman 64 ist nicht mein Lieblingsspiel. Ganz im Gegenteil. Wem es gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. In der nächsten Woche machen wir mehr damit und ich bin mal gespannt, was ihr zu Superman 64 sagt. Ich hasse diesen Sting. Ich finde es grottig. Es hat meine Jugend verdorben. Ja. Schlimm. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.